Liebe Kinder, heute ist der Vorlesetag. Eigentlich wäre ich unterwegs in den Kitas oder in den Schulen und würde euch etwas vorlesen, da dies dieses Jahr aber nicht möglich ist, möchte ich euch auf diesem Wege etwas vorlesen. Das Buch, was ich euch heute mitgebracht habe, heißt Der höchste Bücherberg der Welt. Und ich würde einfach mal beginnen, euch daraus vorzulesen. Es geht los mit diesem wunderschönen Bild. Und Lukas glaubte fest daran, dass er zum Fliegen geboren wäre. Er konnte stundenlang den Vögeln zuschauen oder vor Träumen die Spuren der Flugzeuge verfolgen, die sich hoch oben am Himmel hinterließen. Er versuchte, eine Million Flügel zu bauen. Große, kleine, mit Federn, aus Papier oder Pappe. Alles, wenn es nur helfen würde, sein Ziel zu erreichen. Fliegen. Aber das ging natürlich nicht. Doch Lukas gab nicht auf. Immer zur Weihnachtszeit schrieb er einen Brief an den Weihnachtsmann mit seinem Wunsch. Bitte, 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 bring mir Flügel, mit denen ich wirklich fliegen kann. Aber warum nur verstand ihn der Weihnachtsmann nicht und schenkte ihm jedes Jahr Spielzeugflügel, die er doch gar nicht brauchte? Ich sehe dir einfach mal. Und ein Weihnachtsbaum, was da alles liegt. Als er Geburtstag hatte und die Kerzen auf seinem Kuchen ausblies, wünschte er sich dasselbe wie an jedem Geburtstag. Da sagte Mama zu ihm, man kann auch anders fliegen, Lukas. Und sie legte ihm ein Buch in seine Hände. Hier mit einer wunderschönen Geburtstagstorte und wie er sich die Bücher wünschte, das Fliegen wünschte. Zuerst verstand Lukas das nicht, aber er setzte sich in den Garten und fing einfach an zu lesen. Und die Geschichte, die Mama ihm geschenkt hatte, gefiel ihm so gut, dass er sie in einem Rutsch bis zum Ende las. Hier seht ihr Lukas, wie er in der Ecke sitzt und ganz viel liest. Und so kam es, dass er kaum merkte, wie er sich das nächste Buch nahm und dann das nächste und dann noch eins. Er staunte, was er mit diesen Büchern alles entdecken, lernen oder sich ausdenken konnte. Er begann ohne Pause Bücher zu verschlingen. Und je mehr er las, umso schneller wurde er. Er konnte nicht aufhören. Bald hatte er alle Bücher aus dem Regal im Wohnzimmer gelesen und auch die aus dem Zimmer seiner Schwester. Ihr seht hier zum Beispiel, wie Lukas beim kleinen Prinzen das. Auch ein wunderschönes Buch. Und dann merkte er, dass der Garten voller Bücher war. Er baute aus ihnen einen Stapel, setzte sich oben drauf und verlangte noch mehr. Ihr seht hier, wie Lukas sich auf den Bücherturm setzt und immer nach mehr ruft. Alle brachten ihm Bücher. Seine Freunde, die Nachbarn, die Freunde der Nachbarn. Die Musiklehrerin, sein Großvater und sogar der Bäcker aus dem Ort. Und wie ihr seht, liest Lukas immer weiter. So wuchs der Bücherberg und wuchs und plötzlich stieg Lukas nicht mehr hinunter. Nicht einmal zum Essen oder Schlafen. Seine Mutter, seine Schwester und sogar die Feuerwehr versuchten ihn umzustimmen, aber Lukas konnte nur ans Weiterlesen denken. Und so hoch ist der Bücherturm schon wie ein ganzes Haus. Als er alle Bücher aus der Nachbarschaft durchgelesen hatte, kamen Lieferwagen voll mit Büchern aus der Stadtbibliothek. Der Bücherberg wuchs und wuchs und der Fall wurde so berühmt, dass das Fernsehen über ihn berichtete. Hier seht ihr dann den Moderator, der ist. Als die Leute davon hörten, kamen sie von überall her, um den höchsten Bücherberg der Welt mit eigenen Augen zu sehen. Da seht ihr die ganzen Autos, die von überall herkommen. Währenddessen und in seinen Gedanken, weit weg von alledem, las Lukas immer weiter. Er las und las ohne Pause. Und wie ihr seht, wird der Bücherturm immer und immer höher. Mit jeder Erzählung reiste er in andere Länder,
entdeckte überraschende Dinge aus der Vergangenheit, lernte neue Persönlichkeiten kennen oder stellte sich Welten vor, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Vielleicht kennt ihr ja die Geschichte von King Kong. Und eines Tages ganz plötzlich verstand er, was Mama ihm gerne sagen wollte. Auch wenn er selbst nicht fliegen konnte, seine Gedanken konnten es. Ihm wurde klar, dass er so immer weitergeflogen war, seit er sein erstes Buch gelesen hatte. Und in diesem Augenblick wollte er sich von seinem Bücherberg hinunterklettern und Mama davon erzählen. Aber wie? Seht ihr, er guckt jetzt von ganz oben runter und weiß nicht, wie er runterkommen soll. Und dann ließ die Kraft seiner Gedanken ihn fliegen. Noch einmal. Und so endet dieses Buch. Vielleicht habt ihr auch ganz viele Bücher und möchtet mir ein Bild mit euren Büchern einmal zuschicken. Oder ihr schickt mir ein Bild zu, welche Geschichten ihr gelesen habt und welche Gedanken ihr euch dazu gemacht habt. Und zeigt mir einfach, wie ihr lernt zu fliegen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Vorlesetag.